ich finde, dass er nicht einfach den Mainstream bedient. Er macht das viel spannender, viel ereignisreicher. Da erlebt der Sozialdemokrat auch Solidarität, gerade von Kommunisten, die ihn retten. Dann sitzt er wieder in Sachsenhausen bei den Sowjets. Und wen trifft er? Einen Kommunisten, der von den Amerikanern eingesetzt wurde als Bürgermeister. Schon ist er wieder verdächtig und so. Also das finde ich, das ist daran so reizvoll. Man wird immer hin und her gerissen. Es ist nicht so ein Bild, wo du sagst, ach ja, jetzt kommt die These und so. Nein, es ist, wollte ich nur meinen Respekt zum Ausdruck bringen. Alles klar.